Friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. War's das? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Witcher 3. Ja, das letzte Mal waren wir ja in der Taverne und haben Pause gemacht, nachdem... Gibt's hier irgendwas mit meinem unglaublich coolen Hexersinn? So, ich bin euer Cookie, aber das wisst ihr sicherlich jetzt schon längst. Reden mit Elsa. Oh mein Gott, let it go. Vier, Factions, Teams, Suits, similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. There are also special cards. Okay, okay. Can you either play war? Hallo, meine Freunde. What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Huh? Was? Was? Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. Whoa. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Schade. Was machst du hier? Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Oh, magnum opus. Okay. Geh zu deinen Büchern zurück. Schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Ich bin ganz ehrlich... Ich nehm's zweite. Ich mach später so, wie ich's machen würde. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Hm. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Was? Tell that to the people whose houses burned down. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Novigrad gekommen? War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Touché. Okay. Lebt wohl, mein Freund. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Hm. Weißt du was? Wir tun's einfach mal. So, ich hatte eine kurze Pause gerade. Na gut. Hä? Mach. Why not? Splendid! Here's how it's done. Jetzt bin ich hier. Möchtest du Gwent Tutorial beginnen? Ja, möchte ich.
Gwyn ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Klingt fast wie Schach oder die alten Kriegssimulationen, die sie damals auch im alten China gemacht haben. Die Taktika. Ich beginne. Zuerst ziehst du 10 Karten, das sind in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setz diese 10 also klug ein. Okay. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Okay. Ich schätze mal auch ihre Lebenspunkte. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Dies ist das Kampfreihensymbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schaltfeldreihe. Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Okay, nur Belagerung. Manche Einheitenkarten haben spezielle Fähigkeiten. Die Spezialfähigkeiten dieses Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus einen Stärke. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Winter beats Nahkampf, Nacht besiegt Fernkampf und Regen besiegt die Belagerung, okay? Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Runden beginnen. Schlachtfeld. Hier siehst du das Schlachtfeld. Das ist deine Seite, das ist die Seite des Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine spezielle Fähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Okay. Drücke A, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal A, um sie aufs Schlachtfeld zu platzieren. Ich bin am Zug. Ich benutze ihn. So. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deine Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Aha. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Y gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karte mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du sollst passen, wenn du zuversichtlich bist, mit deinen bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können. Oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird der jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird zur Null zurückgesetzt. Dein Gegner ist am Zug. Oh. Nun, ich weiß ja nicht, um ehrlich zu sein. Wie war das nochmal? Winter killt es. Komm, wir nehmen nochmal. Aber der hat eine Spezialfähigkeit. Komm, wir nehmen sie. Die Tochter der Wildnis von Catwoman. Der Gegner ist am Zug. Oh. Ich passe mal. Ich will einfach mal gucken, was passiert. Lebensedelsteine. Der Rundenverlierer verliert auch Lebensedelsteine. Das Spiel ist vorbei, wenn der Spieler beide... Mein Gegner hat die Runde gewonnen. Feuerskorpion. Ich bin am Zug. Komm her, Katapulte. Dein Gegner ist am Zug. Au, oh, da habt ihr mein Rendering-Programm gehört. Ich bin unschlüssig. Wir haben bis jetzt noch mehr Punkte als er. Der Gegner hat gepasst.
ich bin am Zug. Ich müsste rein theoretisch doch jetzt gewinnen. Ha. Das ist ein interessantes Spiel. Fähigkeit der nördlichen Königreich-Fraktion. Wir haben noch was gekriegt, okay. Rein da. Dein Gegner ist am Zug. Oh, Puttkomma. Oh, wie süß. Wir nehmen jetzt Detmold? Bei mir hat mal ein Gefangener seine Innereien ausgekotzt. Die guten alten Zeiten. Not bad, son. Ein schönes Katapult reinballern. Oh, extrem dichter Nebel. Für alle Archer ist das kacke. Aber gerade können wir noch sowas machen. Mein Gegner ist am Zug. Oh, sweetie. Das ist jetzt fies, was ich mache. Aber erstmal alles eingefroren. Albridge. Chefe, Chefe. Ist das dein Ernst? Ich bin am Zug. Ah, da mache ich aber meine eigenen Katapulte kaputt. Runde gepasst. Na, passt da? Ich habe die Runde gewonnen. Oh, wir haben es geschafft. Nice. Profi-Tipps. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Wir haben jetzt die Heldenaktion nicht gemacht. Sammel mehr mächtige Karten, in denen du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Hm. Finde ich nice. Muss ich... Nettes Spiel. Well, you've a knack for this game. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Stepan, wir machen dich fertig. Ganz einfach. Hallo Katze! Warum läufst du von mir weg? Komische Katze. Gaunter Odin. Na gucken, was er zu reden hat. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnapsies. It'll lift your spirits. Hmm. Gut, ich trinke was. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Yes. Das ist Schnaps, Alter. Mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Hm. Nicht schlecht. Woher kennst du Jen? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's Ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Hmm. Du weißt, wer ich bin? Recognize me from Master Dandelion's Ballads, too? To your health. Und wer bist du? What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunt Arodim, at your service. Vagrant? That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Und wer bist du? Na, geht aber nicht. Müssen wir doch fragen. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Natürlich geht's um Liebe. Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me.
Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. Na los. An Ilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Danke. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Huh? How the fuck did he do that? Nee, jetzt mal mehr. Ist das Batman? Ist das Batman von Witcher 3? Coole Sache. Frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Hab ich doch gerade alles, oder nicht? Katze! Psst. Ja, hast du Angst? Hä? Ja. Alte Ziege. Komm, wir reden erstmal mit dem. What is it, Wolf? Aha. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Das stimmt. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Okay. See you later, Vesemir. See you later? Hä? Okay, Katze, sei ruhig. Ich will die Kerze doch nicht ausmachen. Something else you'll be needing. Behandeln die Nilfgaarder dich gut? Ilfgaardian rule to your liking? What's there to like? Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now, now I just want peace. Das verstehe ich. Hm. Farewell. Scheinbar muss ich jetzt raus. Oh, da ist... Ah, ja, guck, hier ist manchmal auch so typisch, dass ich das übersehe. Wir müssen jetzt hier raus. Was wollt ihr, Pimp? Done drinking. Then fuck off. Don't want your kind here. Oh. Sorry, but fuck me. Better round up someone else to help. Three of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Ach, echt? Au. Son of a goat. Ist das euer Ernst? Kontern? Komm her. Ich hab doch nur einen schnellen Angriff gemacht. Ja, los. Ja, los. Try. Bang. Ihr seid so unglaublich schwach. Was waren das denn für Lappen? Typisch. Immer wieder dasselbe mit dem Spiel speichern. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du an bestimmten Meilensteinen in der Geschichte erreichst. Das war logisch. Du brempelst mich an, Alter? Und aha. Ein bisschen sprinten. Durban, nicht Gold. Hat er nur eine Box zur Shots an? Then, by my leave, Master Durban, may the gold sun guide you far away from my land. Aha, what do you want? Hm? What do you want?
Weiß ich auch nicht. Ich wollte eigentlich versuchen, mit dir zu reden, aber irgendwie... Irgendwie wird das wohl nichts. Oh. Wie hole ich eigentlich... Nein. Ach. Was? Wie bist... Plätze? Wie hast du das gemacht? Ich mein's ernsthaft. Wie hast du das gemacht? Rouge? Hm. Yay! Wir reiten durch die Gegend. Wir reiten durch die Gegend. Schluck auf. Alles klar, er schärft hier alles an. Mann, die Landschaft ist aber schön. Come on, Roach. Und, kann man das Kind überrennen? Oh, klappt nicht. Schade. Der macht Holzhacken. Falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Und durch die Menge. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Mhm. Was bedeutet das? Genau. What the f... Alles klar. Das Zahl, die Zahl links vom Gesundheitsbalken eines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist und einen Totenkopf anzeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen solltest du umkehren, dich angemessen ausrüsten und ein paar Stufen aufsteigen, ehe du die... Wow. Ist das dein Ernst? Komm her. Elende, dreckige Erscheinung. Komm her. Habe ich überhaupt das Silberschwert rausgeholt? Wow. Au. Komm her. Dich mach ich fertig. Au, wow, wow, wow. Ich glaube, ich laufe, oder? Au, das tut doch weh. Wow, 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 Baby. Alter! Das schaffen wir. Bang! Bang! Komm her! Ich stech dich ab, Junge! Verrecke! Verreck doch einfach! Es will einfach nicht sterben. Ich weiß nicht warum. Weißt du was? Das ist unfair. Hä? Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten. Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialen. Außerhalb des Kampfes verringern sich dann. Wow. Diese hässliche Arschgeige. Kommt es mir hinterher? Boah, nee. Alter, das war aber jetzt nicht gerade lustig. Meditieren. Bisschen meditieren. Habe ich jetzt, bis Sonnenaufgang. Komm. Aktuelle Zeit. Alter Verwalter. Warum konnte ich das Vieh nicht umbringen? Boah, Alter, das war heftig, meine Leute. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst niemals, nimm deine B, sagt der Langweiler D. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.